Herzlich willkommen zu deinem Dating-Podcast. Mein Name ist Lola Sparks. Ich bin Life- und Dating-Coach für Männer. Und in meinem Podcast reden wir über alle möglichen Themen rund ums Thema Daten, Flirten, Frauen kennenlernen. Und das Ganze in aller Regel aus der männlichen Perspektive. Das heißt, ich coache seit 12 Jahren Männer dabei, bei Frauen Erfolg zu haben. Ja, heute möchte ich mit dir gerne über das Online-Dating sprechen, denn Online-Dating ist etwas, was die meisten benutzen, aber die wenigsten wirklich gut beherrschen. Und vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass die meisten es einfach auch nicht mögen. Das heißt, Online-Dating ist einfach was Nerviges, weil es funktioniert nicht. Und alles, was nicht funktioniert, versuchen wir irgendwie schlecht zu reden. Ja, es ist so unpersönlich, das ist toxisch. Wer Online-Dating macht, der ist verzweifelt. Und ich will heute nicht nur mit diesen ganzen negativen Glaubenssätzen aufräumen und deine Grenzen brechen und erweitern, sondern ich möchte dir natürlich auch viele Tipps mitgeben, wie du ab heute dein Profil analysieren kannst, damit du mehr Matches hast, damit du Frauen online kennenlernst und sie dann natürlich am Ende im echten Leben kennenlernen kannst. Also wir hören ja nicht damit auf. Wir sagen ja nicht so, ich chatte jetzt mit der Frau und danach passiert überhaupt nichts mehr, sondern es ist ja nur deine Eintrittskarte. Wir leben jetzt in einer Welt, wo online sehr relevant ist. Ja, nach Corona, alle sind ins Homeoffice gerannt. Und natürlich, warum sollten wir dabei in unserem Privatleben Halt machen? Warum sollten wir da sagen, nee, also meine große Liebe, die möchte ich immer noch ganz altmodisch draußen kennenlernen? Und vor allen Dingen, sei mal ehrlich, wie viel bist denn du draußen? Wann bist denn du unterwegs? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dir da eine neue Frau über den Weg läuft? Nicht besonders hoch, ja. Die meisten, die sitzen, okay, im Homeoffice oder du bist auf dem Weg zur Arbeit. Da sitzt du allein im Auto, da lernst du auch keine kennen. Dann bist du abends wieder zu Hause auf der Couch. Auf der Couch lernst du auch keine kennen. Aber was passiert, wenn wir Online-Dating nutzen, wo wir gehen und stehen, lernen wir Menschen kennen? Weil es gibt ja immer einen gewissen Radius, wo sich gerade Frauen befinden. Und deswegen finde ich es besonders smart, da einfach zweigleisig zu fahren. Es macht ja gar keinen Sinn zu sagen, ich will nur online oder ich will nur offline. Warum kombinieren wir das Ganze nicht? Und so mache ich das ja mit meinen Teilnehmern. Das funktioniert sehr, sehr gut. Was ist denn jetzt so das Horrorszenario, warum Online-Dating nicht funktioniert? Also das heißt, warum man jetzt als Mann sagt, ich bin frustriert, habe keinen Bock drauf, Online-Dating ist scheiße. Ich habe ja öfters mal die Handys von Frauen in der Hand, einfach um auch zu schauen, wie gestalten denn Männer ihr Online-Dating, ihr Tinder-Profil, wenn sie nicht bei mir in der Academy sind? Und es ist tatsächlich verheerend, welche Profile da erstellt werden. Es ist bei 8 von 10 Profilen von Männern so, dass ich mir denke, was hast du dir dabei gedacht? Hast du dir ganz bewusst vorher überlegt, ja, so könnte mein Profil aussehen, damit ich Erfolg habe? Oder hast du dir einfach nur gedacht, ich gestalte mein Profil jetzt schlecht möglichst, damit ich möglichst viel Zeit verschwende, ohne das, was bei rumkommt? Also ich frage dich das ernsthaft, relativ provokativ, weil ich das als eine Grundvoraussetzung sehe, dass man dieses Profil mit vollem Bewusstsein erstellt, dass man mit vollem Bewusstsein diese Bilder auswählt, die Texte schreibt und dann natürlich auch die Frauen anschreibt, mit denen man Matches hat. Also was sehen wir da? Ich sage mal so meine Top-Grusel-Profile, was sehe ich? Also erstens gar keine Bilder. Warum macht man sowas? Warum sollte man ein Profil machen ohne Bilder? Das ist genau wie wenn du mit einer Papiertüte draußen über den Kopf läufst und Frauen anquatschst. Warum sollte sie denn mit dir sprechen? Sie kann dir doch gar nicht in die Augen sehen. Wir können uns nur vorstellen, wie ein Mensch ist und ihn mit einem gewissen Bild in unserem Kopf verknüpfen, wenn wir auch seine Gesichtszüge sehen, wenn wir sehen, welche Emotionen er in uns weckt. Und dafür ist es für uns Menschen essentiell, dass wir Menschen in die Augen schauen können, dass wir Menschen sehen, ja, und nicht nur irgendwie ein gesichtsloses Profil. Anhand welcher Indizien soll die Frau denn jetzt feststellen, dass das Ganze vielleicht passen könnte oder das Interesse aufkommt? In erster Instanz, das erste Interesse entsteht immer über die Optik. Das erste Interesse entsteht immer dahingehend, dass wir gucken, wie finde ich die Ausstrahlung, wie finde ich den Stil, wie finde ich die Gesichtszüge. Und da hat jeder einfach aufgrund von Erfahrung einen ganz anderen Geschmack. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig. Also Horror, kann ich nicht verstehen. Jedes 5., 6. Profil, wenn ich für eine Frau mal so swipe, ist ohne Bilder von den Männern. Und ich frage mich, wieso? Zweites No-Go, Kürzel, dass der Name nicht richtig ausgeschrieben wird. Du musst da nicht mit Vor- und Nachnamen auftreten. Du musst nicht deinen Arbeitgeber verlinken, Angst haben, dass sie dich stalkt. Nein, es reicht ein Vorname. Es reicht ein Spitzname. Ja, wenn du Sebastian heißt, schreib Basti. Wenn du Benedikt heißt, schreib Ben. Wenn du, keine Ahnung, Arnold heißt, dann schreib Ani oder Arne oder so. Also du musst ja noch nicht mal irgendwie hier komplett deinen Namen offenlegen. Aber auch hier,
wir Menschen haben ja nicht ohne Grund einfach nicht nur eine Nummer, sondern einen Namen, der uns einen gewissen Charakter gibt, der uns eine Persönlichkeit verleiht, mit der sich Menschen identifizieren können. Mit jedem Namen wird natürlich auch was anderes verbunden. Und deswegen ist es wichtig, dieser Name gehört zu deiner eigenen Identifikation. Und deswegen braucht dein Gegenüber, brauchen die Frauen beim Swipen natürlich auch diesen Anhaltspunkt. Weil, wenn es fehlt, führt es zu Irritation. Wenn es da ist, ist es eher ein neutraler Aspekt. Aber wenn es fehlt, führt es zu Irritation. So, dann geben sich viele Männer, und da möchte ich, damit alle Meckerer jetzt beruhigt sind, natürlich auch der Vollständigkeit halber sagen, ja, das gibt es auch für Frauen, dass Frauen Scheißprofile haben, aber wir reden ja jetzt gerade aus der männlichen Perspektive, wie du als Mann dein Profil machst. Also verzeih mir, wenn ich das jetzt nicht immer alles beides immer erwähne. Auch bei Frauen kann mal was schieflaufen. Aber ich meine ja jetzt die Männer. Wenn sich Männer gar keine Mühe geben, das Profil richtig zu erstellen. Also das heißt, wenn keinerlei Informationen von dir dastehen. Wenn nicht vielleicht mal 2, 3 Sätze in der Profilbeschreibung stehen. Dann wird das Ganze auch schwierig in der Umsetzung, weil die Frau hat ja auch hier gar keine Anhaltspunkte. Denk doch mal an dich. Wenn du ein Profil von einer Frau hast, wo vielleicht nur ein Bild von ihr ist, wo man sie von hinten sieht, wie sie auf einem Felsen sitzt und nachdenklich so aufs Meer schaut, was hast du für Anhaltspunkte, diese Frau anzuschreiben? Hey Simone, ich sehe, du bist weiblich und volljährig, lass mal schreiben. Also was anderes kann man da ja gar nicht raushauen. Und so ist es ja auch umgekehrt. Wenn eine Frau beim Swipen ist und sieht, okay, das ist ein Bild von einem Mann, keinerlei Informationen im Profil, woher soll das Interesse entstehen? Wie soll das Ganze denn passieren? Ja, also das sind so einfach so Sachen, die ich sehe, wo ich Gänsehaut kriege, wo ich denke, wieso machst du sowas? Dann geh doch lieber joggen oder such dir ein neues Hobby, wo du Frauen im echten Leben triffst, weil so brauchst du Online-Dating wirklich gar nicht angehen. Also so kannst du dir das einfach komplett schenken. Was ist noch für mich eine der gruseligsten Sachen, die ich gesehen habe? Gruppenbilder. Also wenn so ein Profil aus 4 Gruppenbildern besteht und am besten haben alle 3 Männer auf diesem Gruppenbild auch noch das gleiche Brillengestell und haben sich bei jedem Gruppenbild anders hingestellt. Und du weißt am Ende, ich bin so ein Mensch, ich kann mir Gesichter ganz schwer merken, du weißt am Ende gar nicht mehr, wessen Mann jetzt eigentlich dieses Profil gehört, ja? Oder ob da überhaupt ein Mann dahinter ist oder ob die sich nur einen Spaß erlaubt haben. Also verzichte einfach auf zu viele Gruppenbilder, dass da mal 1 irgendwie als 6. Bild und alle anderen sind verpixelt oder so. Meinetwegen, ja, manche Apps lassen das ja auch gar nicht zu, dass du Gruppenbilder machst. Aber zu viele Gruppenbilder, das lenkt doch von dir ab. So, trau dich doch alleine, dich zu zeigen. Trau dich alleine, dem Ganzen einen Charakter zu geben, eine Persönlichkeit. Dieses Profil muss leben. Und je mehr es lebt, desto mehr steuerst du auch deine Attraktivität, deine Ausstrahlung im Positiven. Ja, dass die Frau sich von deinem Profil angesprochen fühlt. Okay, was ist noch absolut gruselig? Selfies von unten mit Doppelkinn und dann am besten 4 Selfies, die alle gleich aussehen. Also das heißt, wo man dann relativ, ich mache es jetzt für die, die das Video sehen, vor, für dich im Podcast, stell dir einfach vor, Lola guckt richtig komisch nach unten, ja, und zieht so ein bisschen den Kopf nach hinten, damit sie ein Doppelkinn hat. Sowas sehe ich da. Warum glaubst du, dass eine Frau das sieht und sagt, yes, baby, den finde ich gut? Ja, jede Frau kann so machen und hat ein Doppelkinn. Das heißt aber nicht, dass deswegen mein Online-Dating-Profil so aussehen muss. Warum? Weil ich mich nicht von meiner besten Seite zeige. Laufe ich so den ganzen Tag durch die Weltgeschichte? Nein, tue ich nicht. Warum sollte ich dann mein Online-Dating-Profil so gestalten? Also lerne einfach auch gescheite Bilder von dir zu machen. Und glaub mir, die Selfie-Kamera ist da nicht unbedingt die beste Wahl. Da sollte man vielleicht eher mal die Kamera umdrehen. Die hat nämlich eine viel bessere Auflösung. Und sich so platzieren, dass man auch eine ganz normale Kopfhaltung hat. Ähnlich wie wenn du beim Date vor ihr sitzt. Dann bist du ja auch in einer gewissen Grundhaltung, Grundspannung, stehst oder sitzt gerade, lächelst sie an, hast eine sympathische Ausstrahlung. Das können wir auch auf Bildern rüberbringen. Wir brauchen vielleicht nur ein bisschen Übung. Das ist aber gar kein Problem. Probier dich da aus. Versuch einfach, bei dem ein oder anderen Bild nochmal aus der Perspektive der Frau drauf zu schauen. Überleg, was löse ich da jetzt aus? Ja, du machst ein Selfie und guckst so. Ja, also ich gucke jetzt hier irgendwie total genervt, gelangweilt, Augen aufgerissen, starrer Blick. Welche Emotionen liest sie? Irritation, Langeweile, gar keinen Bock, keine Ausstrahlung, langweiliger Typ. Okay, also das heißt,
eine Grundspannung im Gesicht. Nutze die Muskeln, die Gott dir gegeben hat. Versuch das Ganze ein bisschen nach hinten zu ziehen, damit man einfach sieht, da kommt ein Lächeln. Die Mundwinkel gehen nach oben. Die Augen lachen mit. Das ist das Schönste zu sehen, wenn ein Mann einfach an... Also klar, es ist auch schön, ihm so ins Gesicht zu schauen und zu sehen, er ist happy. Aber jetzt sprechen wir ja über das Online-Dating. Das heißt, wir haben diese Fotos. Das ist das Schönste beim Online-Dating zu sehen, dass da ein Mann in die Kamera lächelt, der schaut dich dann gleichzeitig dadurch an und lächelt und hat einfach nicht nur das Lächeln auf den Lippen, sondern du siehst einfach die Augen lächeln mit. Da ist ganz viel Charisma in der Luft, da ist ganz viel Sympathie. Und das ist im Endeffekt der Auslöser, warum eine Frau kleben bleibt. Das ist der Auslöser, warum sie sagt, okay, erstes Bild gefällt mir, next, zeig mir das zweite, zeig mir das dritte, zeig mir das vierte. Und 6 Bilder solltest du haben. Also das heißt, wenn du dein Online-Profil jetzt heute überarbeitest, dann schau mal bitte. Sehen die Bilder alle anders aus? Also wir brauchen Variation, ja? Also wenn du ein Selfie hast, wo man nur dein Porträt, also nur quasi so bis zur Brust und deinen Kopf sieht, dann sollten keine anderen Selfies noch mit dabei sein. Okay, also das heißt, versuch Variation reinzubringen. Ganzkörperbild, ganz, ganz wichtig. Nicht krumm und schief, wie du irgendwie auf einem Stuhl sitzt und eine Zigarette in der Hand hast, ja? Sondern vielleicht gerade hinsetzen, mal gucken, dass du freundlich in die Kamera lächelst. Du hast eine Wirkung, sei dir deiner Wirkung bewusst und mach dir einfach klar, dass du immer wirkst. Negativ oder positiv, aber eine Wirkung hast du immer. Bilder erzeugen kein neutrales Gefühl. Bilder bringen die Menschen dazu, in eine gewisse Richtung zu fühlen. Und je nachdem, was du fühlst auf dem Bild, ob du Spaß hast, Leidenschaft empfindest, gute Laune hast, stell dir vor, du bist gerade auf einem Konzert, du genießt gerade diesen Künstler, dein Kumpel macht von der Seite ein Bild von dir und kurz bevor dein Kumpel abdrückt, merkst du, dass er gerade die Kamera auf dich hält und du guckst so leicht schief zur Seite. Ich mache es jetzt gerade wieder für die, die das Video sehen, vor. Und hast einfach so eine richtig coole, lässige Art. Du bist gerade locker. Dein Lieblingskünstler, keine Ahnung, Chris Brown steht gerade da vorne. Und du bist einfach so, hey, yeah, Chris Brown, du hast gute Laune. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist die Emotion, die ich sehen möchte. Du hast Spaß im Leben. Du tust nicht so, als hättest du Spaß. Ja? Also ganz ehrlich, wenn du jetzt bei nichts im Leben Spaß hast, dann ist Online-Dating jetzt nicht das Erste, an dem du arbeiten solltest, sondern vielleicht solltest du dich mal fragen, warum du noch nichts gefunden hast, was dir Spaß macht. Aber ich weiß genau, jedermann hat Leidenschaften, jedermann hat Hobbys, jedermann hat etwas, wofür er brennt. Und wenn du es jetzt vielleicht noch nicht zu 100% gefunden hast, dann ist das nicht schlimm. Geh auf die Suche. Dann ist Online-Dating jetzt nicht der richtige Moment für dich. Ich werde in anderen Podcast-Folgen auch nochmal genauer auf diesen Live-Coaching-Part in meiner Arbeit eingehen. Also das heißt, wie kann ich eigentlich meine Leidenschaften finden? Mein Alleinstellungsmerkmal. Wie finde ich das Besondere in mir, dass ich mein Selbstwertgefühl aufbaue? Das sind wichtige Themen, über die ich sprechen werde. Und da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen, wenn du jetzt gerade merkst, hey, ich habe diese Leidenschaften noch gar nicht, da fehlt was. Denn das Online-Dating jetzt gerade nicht dein Moment. Es ist noch nicht dein Moment gekommen, das Profil aufzubauen. Jetzt geht es erstmal darum, nach innen zu schauen. Aber wenn du sagst, yes, ich habe diese Eigenschaften, ich habe diese Leidenschaft, ich habe diese Momente, lass jemanden die Kamera draufhalten, nimm die Menschen mit. Und selbst wenn es nicht fürs Online-Dating ist, in 50, 60 Jahren kannst du es deinen Enkelkindern zeigen und kannst sagen, guck mal hier, da hat der Opa Spaß gehabt. Oder deinen Kindern in 40 Jahren, guck mal, da war der Papa auf dem Konzert. Oh, Papa, was hast denn du da angehabt? Also, es ist doch einfach so schön, wenn du das Leben so ein bisschen begleitest mit der Kamera. Es geht nicht darum, dass du zum Influencer wirst. Es geht nicht darum, dass du plötzlich das auf eine riesen Plakatwand kleistern lässt. Dokumentier dein Leben für dich, weil wir vergessen Momente und gerade diese kleinen, schönen Momente. Und irgendwann sitzen wir da und denken, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und dann hast du dieses Fotoalbum, dieses bunte Leben, was du dokumentiert hast und kannst die Bilder anschauen und merkst einfach, krass, ich habe vergessen, wie viel ich in meinem Leben schon erlebt habe und wie viel ich getan habe und wie vielen tollen Menschen ich begegnet habe. Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das können wir einfach mit Videos und Bildern festhalten und das ist wundervoll. Wenn wir diesen Teil auch nutzen, geh mit der Zeit. Die Menschen früher wären dankbar gewesen, hätten sie ein paar mehr Bilder machen können. Meine Oma hat mir immer erzählt, die hatten nicht viel Geld und die hatten somit auch für die Filmrollen nicht viel Geld. Und deswegen gab es von den Kindern nur ganz, ganz wenig Bilder und natürlich nur in Schwarz-Weiß. Und sie hat damals, das weiß ich noch, als es dann losging mit den Digitalkameras oder mit den Kameras vorher, wo zwar noch Filme drin waren, aber wo es viel leichter war, die entwickeln zu lassen, ey, die hat den Blumenstrauß von 10 Perspektiven fotografiert. Die hat das so genossen, etwas zu haben, was es in der Kriegszeit nicht gab. Und sie hat es so viel Freude gemacht. Und ja, sie hat mir dann auch immer wieder erzählt, wie das früher war und dass sie einfach nicht so viele Fotos machen konnten, weil sie nicht so viel Geld hatten. Und ich denke mir heute mit den Handys, wir
machen Bilder, löschen sie, machen Videos, löschen sie. Wir wissen das gar nicht mehr zu schätzen, wie besonders das eigentlich ist, dass wir vollen Zugriff auf die digitale Welt haben und dass wir von allem Bilder machen müssen und uns keine Sorgen machen müssen, dass wir deswegen unseren Kindern nichts zu essen kaufen können. Ja, uns kostet dieses Bild nicht, das wir im iPhone machen. Mich kostet dieses Video effektiv nichts, nur meine Lebenszeit. Und ja, also diese Dankbarkeit für kleine Dinge, dass wir uns die wieder mehr erhalten und uns einfach klar machen, in was für einer privilegierten Zeit und Welt wir reingeboren wurden. Nicht immer nur die negativen Aspekte davon zu sehen, sondern auch einfach mal zu sagen, yes, Baby, ich finde das schön und ich nutze das einfach für mich. Also so viel dazu. Dokumentiere dein Leben, hab diesen Spaß. Und du merkst schon, ich rede ganz viel über die Bilder. Was glaubst du, wie wichtig sind Texte? Wie wichtig im Vergleich zu den Bildern? Einen Scheiß, ja? Wenn die Bilder optimiert sind, wenn das Sympathie erzeugt, wenn man Charisma durch die Kamera fühlt, dann machen die Texte vielleicht 10% aus, vielleicht nur 5, so wie im echten Leben auch, mit über 90% ist Mimik und Körpersprache entscheidend dafür, ob eine Frau dich sympathisch findet. Das heißt, es ist egal, wie viele Texte du auswendig lernst, es ist egal, welche Witze die du dir zurechtlegst, es ist vollkommen unerheblich. Das Wichtige ist, wie ist deine Körpersprache, wie ist deine Ausstrahlung beim Flirten, wie schaust du die Frau an, ziehst du sie in deinen Bann, genießt du das, sie anzuschauen, nutzt du alle deine Sinne, um diese Begegnung mit der Frau besonders wahrzunehmen und ihr auch einen ganz besonderen Moment zu schenken, dir und ihr, ja, ist ausgeglichen. Und so ist es auch beim Online-Dating, also konzentriere dich erstmal voll und ganz auf die Bilder und versuche wirklich Selfie, Ganzkörperbild, von der Seite, etwas locker angezogen, etwas schicker angezogen, sitzend im Restaurant mit deinem Lieblingsessen vor dir, wo du einfach strahlst und zeigst, dass du Spaß hast. Meinetwegen, wie gesagt, auch ein Gruppenbild ganz hinten, wo man irgendwie im Skiurlaub, alle stehen nebeneinander mit ihren Skibrillen, ist ja dann auch relativ anonym. Aber zeig einfach mehr davon, wie du lebst, was du lebst. Zeig dich bei deinem Hobby. Egal, was du machst. Also viele, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich ja unfassbar gerne angel. Ich würde da so ein Bild reinmachen. Ich würde einfach so ein richtig geiles Bild reinmachen, wo ich irgendwie Spaß dabei habe, gerade an diesem See zu chillen mit meiner Angel. Ich würde das machen. Es geht darum, dass du es gut findest. Es geht nicht darum zu überlegen, wie sollte das Profil aussehen? Welche Aktivitäten sind sexy? Ja, was ist vielleicht gut? Was macht sich gut? Sondern du möchtest ja auf die Art und Weise, dass du zeigst, was dich interessiert, möchtest du ja die Frau anziehen, die dazu passt. Weil sonst würdest du dich ja immer für andere Menschen, die nah bei dir sind, verbiegen. Und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Eine Frau kennenzulernen, bei der du nur zeigst, also ich weiß nicht, was ist so 0815? Ich spiele Fußball. Oh ja, ich spiele so gerne Fußball, ich gucke so gerne Fußball. Und ja, ich bin ja so cool, ich gehe boxen oder so. Obwohl du das total doof findest. Ja? Und sie denkt so, oh cool, ich mag Männer, die Fußball spielen. Ja, und also auf was für einer Grundlage baut ihr eure Beziehung auf? Auf Lügen. Deswegen versuch da einfach schon für dich selber klar deine Grenzen abzustecken und zeig nur das, was dich wirklich interessiert. Natürlich, und das heißt nicht, dass wir nicht weltoffen sind. Das heißt nicht, dass wir keine neuen Dinge entdecken können. Also ich habe irgendwann Basketball für mich entdeckt. Finde ich unfassbar faszinierend. Du müsstest mich mal sehen, wie ich in der Halle stehe und rumschreie und ausflippe, und das einfach verfolge bis zur letzten Sekunde. Und das hätte ich früher auch nie gedacht. Also nur weil wir einmal etwas für uns entschieden haben, heißt das ja nicht, dass es für immer und ewig so bleibt. Ja, dass wir nicht irgendwie neue Leidenschaften entdecken können, dass wir auf eine neue Art und Weise das Leben, neue Hobbys erfahren, vielleicht weil deine neue Freundin dich auch mitnimmt oder andersrum. Ich habe Basketball ja auch nicht einfach so entdeckt. Ich wurde mitgenommen und fand das dann einfach ganz besonders und habe festgestellt, das gibt mir was. Und das finde ich das Entscheidende. Die Menschen sind immer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und fragen sich immer, wo ist er denn? Was ist es denn? Aber der Sinn des Lebens ist im Endeffekt zu verfolgen und das zu tun, was dir ein gutes Gefühl gibt. Den Sinn dahinter zu sehen und zu finden, warum du auf dieser Welt bist und was deine Mission ist. Und das können auch manchmal Dinge sein, die man vielleicht erst mit 30, 40 oder 50 findet. Und manchmal sind das einfach Dinge, die so banal für uns sind, weil es schon so normal geworden ist und jemand anderes merkt plötzlich, krass, das reißt mich total mit. Zeig dich authentisch und ehrlich und mit den Aktivitäten, die aktuell in deiner Leidenschaft entsprechen.
Trotzdem möchte ich zu Texten, also gerade auch was das Anschreiben angeht, was sagen. Hey, hi, hallo, wie geht's? Können wir bitte sofort aus unserem Vokabular streichen? Macht gar keinen Sinn. Genauso wenig wie, hey, schönes Urlaubsbild, wo war das denn? Ja, die Frau wird nicht dein nächster Reiseführer. Du möchtest sie daten, du möchtest sie kennenlernen. Und genau das darfst du auch sagen. Hey, Simone, ich habe, übrigens bei mir heißen alle entweder Lisa oder Simone. Hey, Simone, ich bin gerade über dein Profil gestolpert, freue mich über das Match. Erzähl mal, was ist dir wichtig beim Kennenlernen? Also du kannst eigentlich direkt reinsteigen, Deep Dive in das Social Media, in das Online-Dating-Kennenlernspiel. Wir wollen keine Sachgespräche führen. Wir wollen nicht darüber sprechen, warum der Hamster Schnupfen hat. Wir wollen nicht darüber sprechen, in welchem Stadtteil in Frankfurt wir leben. Juckt alles nicht. Bist du auf dem Weg, während du sie kennenlernst, auf kurz oder lang erfahren? Das Wichtige ist, wie ist ihr Charakter? Was sind so ihre Kernkompetenzen? Was hat sie für einen Lebenssinn? Welchen Wert gibt sie sich selbst und den Menschen, mit denen sie Kontakt hat? Und das erfährst du im Endeffekt nur auf der emotionalen Ebene. Also versuch da ruhig einfach so ein bisschen weg von, ich beziehe mich jetzt voll krass auf die Bilder oder ich muss jetzt irgendeinen Bezug herstellen. Hey, ich habe gesehen, da warst du ja auf Teneriffa, da war ich auch schon. Ja, juckt nicht. Das ist einfach, das schreiben die 20 anderen Männer auch, die keinen Plan haben, wie sie mit der Frau anfangen sollen zu reden. Und glaub mir, die Frau hat auch keine besonders guten Ideen. Ja, also das heißt, einer muss die Führung übernehmen. Und überleg mal, was ist dir lieber? Die Frau hat Macht und Führung über dich oder du hast Macht und Führung über den Chat und die Frau? Also du kannst es ja so und so sehen. Auf der einen Seite ist es cool, sich zurückzulehnen und zu sagen, hey, ich lasse jetzt einfach den anderen machen. Heißt aber auch, dass du mit all den Konsequenzen leben musst, wie der andere sich verhält und entscheidet. Oder du sagst, hey, nee, ich packe mir an die eigene Nase, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass ich diesen Kontakt jetzt steuere, dass ich entscheide, über welche Themen wir sprechen, um für mich herauszufinden, mag ich diese Frau. Sag die Dinge, mit denen ich mich identifiziere. Und das kannst du ihr dann auch bei deinen Texten ganz klar signalisieren, wenn sie dann sagt, mir ist bei einem Mann total wichtig natürlich, dass er ehrlich ist. Das sagt man immer so. Also sie schreibt das dann vielleicht, das sagt man immer so. Aber mir ist es wirklich wichtig, weil, und dann teilt sie vielleicht sogar schon was Emotionales, weil das in der Vergangenheit bei mir einfach nicht so war. Ja? Du bist nicht ihr Therapeut, du gehst nicht weiter drauf ein. Du sagst, hey, das kann ich total nachvollziehen, das sehe ich genauso. Und dann teilst du was von dir. Mir ist bei einer Frau wichtig und so weiter. Ne? Also mir ist zum Beispiel wichtig beim Kennenlernen, dass man auch gemeinsame Interessen hat, dass man einfach merkt, das geht in die gleiche Richtung. Gespräche, die einfach unendlich lang gehen könnten, weil man sich so viel zu sagen hat, das finde ich in der Begegnung mit einer Frau einfach sehr inspirierend. Sowas zum Beispiel. Und schon sind wir wieder in dieser emotionalen Ebene. Ja? Bitte tu einen Teufel, ihren Therapeut zu spielen. Frag nicht, oh, das tut mir leid, was ist dir da dann passiert oder so. Nein, du bist nicht ihr Therapeut, du willst nicht in die Friendzone. Du willst schauen, ob das Ganze für eine Beziehung reicht. Du willst schauen, ob das Ganze für ein Date reicht, ob ihr euch kennenlernen wollt. Und deswegen gilt es auch bei manchen Kommentaren der Frau oder wenn sie zu viel teilt, einfach nicht drauf einzugehen und es sein zu lassen. Es kommt die Phase beim Kennenlernen, da ist man vertrauter. Und dann ist natürlich auch der richtige Zeitpunkt gekommen, solche Fragen zu stellen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, was es für verschiedene Kennenlernphasen gibt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wir hören uns bei meiner nächsten Podcast-Folge.